Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, am roten Mikrofon Jojo Long. Und Chobihoi am gelben Mikrofon. Wobei heute wärst du beinahe nicht ins Studio gekommen, Bihoi. Ja, warum? Warum? Ich bin ja doch hier gekommen. Ja, du bist hier, aber vielleicht wissen das ja einige Zuhörende. Oft nehme ich Bihoi auf dem Weg in die Arbeit hierher mit in meinem Lieferwagen. Und heute war der Wagen so vollgepackt, dass mir dann während der Fahrt zu Bihoi auffiel, oh, Bihoi hat ja gar keinen Platz. Ja, ich konnte eigentlich hinter dem Wagen. Du könntest hinterherlaufen. Ja, ich packe normalerweise immer so voll, dass halt wirklich der Wagen voll ist, wenn ich etwas ausliefere. Und ich hatte gar nicht daran gedacht, dass ich ja noch Bihoi abholen muss. Und dann auf dem Weg zu Bihoi ist es mir eingefallen und dann musste ich nach einer Notlösung suchen und habe eine gefunden. Auf dem Weg, beziehungsweise auf einem Umweg, gab es eine Jugendstelle, also Sozialarbeiter, die mit Jugendlichen spielen. Da habe ich dann einfach den zwei Kisten Spiele geschenkt. Dann hatte Bihoi wieder Platz in meinem Auto. Ich kam allerdings dann, ich glaube, fast 20 Minuten zu spät. Ne? Tut mir leid nochmal. Nee, kein Problem, aber ja, vielen Dank, und, lieber Jojo. Und der Sitz war auch so gestellt, dass Bihoi gar nicht entspannt sitzen konnte, denn wenn der Sitz leicht nach hinten geneigt ist, dann bringe ich nicht so viel Ware in den Wagen. Also den Sitz hatte ich so nach vorne gekurbelt, dass der ganz gerade war. Bihoi musste dann so mit steifem Rücken im Wagen sitzen. Das macht doch nicht. Das ich macht bin nichts. Ja sowieso mehr oder weniger ein Wagen. Nein, also das darfst du auf keinen Fall sagen. Von meinem Herzen. Das darfst du nicht sagen. Ja, und darum geht es auch heute, verehrte Zuhörende. Lange Einleitung. Es geht ums nicht Ware transportieren, sondern Kinder transportieren. Kinder hin zur Schule und wieder abholen. Ja, das ist ja in Taiwan anscheinend jetzt ein immer beliebterer Sport von Eltern. Das tust du eigentlich auch sehr oft. Ja, ich mache das schon lange, ja. Ich bin jeden Tag? Also jeden Tag, ja. Schon seit wann? Ich glaube, seit über 10 Jahren. Erst zum Kindergarten. Der Kindergarten meiner Kinder war halt von uns zu Hause relativ weit weg entfernt, weil wir eben wollten, dass das Kind das erste eben einen Kindergarten zum Spielen hat. Denn viele Kindergärten in Taiwan sind ja auch schon wieder so Vorschulen, wo sie viel lernen. Dann haben wir eben lange schauen müssen, bis wir einen Kindergarten gefunden haben, wo die Kinder eben noch spielen können. Und der war dann aber eine halbe Stunde mit dem Auto von uns zu Hause weg, also durch die Stadt mit Ampeln und so, dauert das eine halbe Stunde. Und ja, seit 2000, lass mich überlegen, 9 oder 10 müsste ich ein Lieferpapa sein. Ein sehr fleißiger Lieferpapa, ja, und das dann, kann ich schon bestätigen. Genau. Ja, oft bei der Aufnahme dann guckt Jojo schon auf die Uhr. Ja, genau, weil ich, ja genau, am Nachmittag muss ich die Kinder wieder von der Schule, beziehungsweise jetzt mittlerweile bei der älteren Tochter, also die ich noch vor 10 Jahren in den Kindergarten gefahren habe, die darf ich dann jetzt bei der U-Bahn abholen. Ich muss nicht mehr zur Schule fahren. Aber bis vor 2 Jahren habe ich die tatsächlich noch in die Schule gefahren und wieder von der Schule abgeholt, aber auch aus einem sehr speziellen Grund. Also ein ganz anderer Grund, als wir jetzt hier später darauf zu sprechen kommen. Nämlich, meine ältere Tochter ist sehr fleißig. Also sie versucht, möglichst viel zu lernen, und wir wollten ihr da auch keine Steine in den Weg legen, wenn schon mal ein Kind gerne lernt und auch noch ein paar andere Interessen hat. Dann dachten wir uns, dann sollte sie möglichst viel Zeit haben, das zu tun. Und wenn ich sie nicht in die Schule gefahren hätte, also wenn sie mit den Bussen hätte fahren müssen, erst mit dem Bus von uns zu Hause runter in die Stadt, dann umsteigen zur Schule, dann hätte das wahrscheinlich 1 Stunde gedauert. Einfach. Und hin und zurück dann halt 2 Stunden. Das heißt, ihr wären 2 Stunden täglich abgegangen, wo sie nicht hätte lernen können. Und ich dachte mir, ja, also in dem Fall, ich habe eigentlich mehr Zeit als sie. Dann, also in dem speziellen Fall, also sie lebt sozusagen ernsthafter als ich. Sie beschäftigt sich in ihrer Zeit mit
viel mehr ernsthaften Dingen als ich. Aus meiner Sicht ist also ihre Zeit wertvoller als meine Zeit. Also habe ich mir gesagt, dann fahre ich sie doch in die Schule, helfe ihr. Also eines der wenigen Dinge, die ich für meine ältere Tochter tun kann, ist, sie zur Schule zu fahren. Also ansonsten haben wir nicht viel Gemeinsames. Das ist auch ein weiterer Grund. Also die Zeit, in der ich meine Tochter zur Schule gefahren habe, war eigentlich die einzige Zeit fast, mit der ich mit ihr zusammen sein konnte. Ansonsten den ganzen Tag in der Schule, dann zu Hause, ja gut, essen noch, aber dann macht sie Hausaufgaben. Da braucht sie mich auch nicht. Ja, da bin okay. Ich eher hinderlich. Also, ja, also nette Papa. Zwei Gründe, also das, oder vielleicht auch drei Gründe, aber zwei Gründe mindestens. Eben der eine, um der Tochter Zeit sparen zu helfen. Und um wenigstens ein bisschen mit ihr zusammen sein zu können. Ja. Wirklich. Sehr. Bei der älteren Tochter. Bei der jüngeren Tochter, ja, wird es jetzt wohl ähnlich sein. Wobei sie im Auto dann auch mehr mit mir spricht. Die ältere Tochter ist relativ schwierig, mit ihr ein Gespräch zu führen. Also selbst im Auto dann muss man immer sehr vorsichtig sein, was man sagt. Also sie ist sehr schnell dann, findet, das ist eine blöde Frage oder darauf möchte ich jetzt nicht antworten. Die jüngere Tochter ist da flexibler. Okay. Und da macht das auch sogar noch mehr Spaß, hier in die Schule zu fahren. Da habe ich einen Grund mehr, hier in die Schule zu fahren. So, das sind jetzt aber wahrscheinlich nicht die Gründe, warum taiwanische Eltern so viel Zeit aufwenden, ihre Kinder irgendwo hinzufahren. Was hast du da herausgefunden? Super Detective Cho Bihui. Ja, Detektivin Cho Bihui. Ja, tatsächlich, also im Internet habe ich wieder was gelesen und zwar festgestellt, dass immer mehr junge Eltern bereit sind, ihre Kinder zur Schule bringen und von der Schule abholen. Mhm. Ja. Also zu meiner Zeit, da gingen wir zu Fuß. Zu Fuß. Ja, und manchmal mit dem Bus auch, je nachdem, in welche Schule wir gegangen sind. Ja. Zu meiner Zeit natürlich auch, ja. Ich habe ich habe direkt neben der Schule gewohnt. eine Minute. Genau. Aber dann auf dem Gymnasium, da musste ich dann 2 Kilometer einfach gehen. Ein bisschen weit. Und am Morgen den Berg runter und Okay. Nach der Schule den Berg rauf. Das war immer am Anfang anstrengend. Aber das war auch interessant. Also in der 5. Klasse haben wir, glaube ich, so 25 Minuten gebraucht. Einfach. Und dann in der 13. Klasse nur noch 10 Minuten. Also wir waren so richtige Schnellgeher. Ja. Wir hätten bei den Olympischen Spielen mitmachen können, glaube ich. Ja. Übung macht Meister. Übung macht den Meister, genau. Ja, genau, okay. Nicht nur ich war früher immer zur Schule zu Fuß gegangen und auch mein Sohn. Ja, super. Ja. Finde ich gut. Genau. Denn die meisten heutigen jungen Menschen in Taiwan, die sind ja immer sofort müde. Ne? Wenn man sagt, viel zu weit, nee, mag ich nicht, sind schon Jammerlappen auch, ne? Die jungen Taiwaner. Aber mein Sohn ist jetzt auch schon 33 Jahre okay. alt. Aber ich wollte nur sagen, weil er ein Bube ist, ein Junge ist, dann dachten wir damals, weil die Schule wirklich in der Nähe liegt und zu Fuß etwa so 5 Minuten, maximal 10 Minuten. Dachte, kann nichts passieren. Ein Junge kann nichts passieren. Bei eurer Tochter habt ihr dann schon eher. Da habe ich ja sie immer zur begleitet. Schule gebracht. Ja, genau. Ja, aus Sicherheitsbedenken auch. Ne? Mhm. Obwohl eigentlich in Taiwan fast nichts passiert. Also im internationalen Vergleich ist Taiwan eines der sichersten Länder für Frauen auch. Aber trotzdem, es passiert ab und zu doch etwas. Ja, genau. Ja, wie gesagt, mein Sohn ging immer zu der Schule zu Fuß und meine Tochter auch zu Fuß, aber ich habe sie die ganze Zeit begleitet bis zu der Mittelschule. Und jetzt viele Kinder werden dann wirklich jeden Tag von den Eltern zur Schule gebracht und dann von Schule abgeholt. Warum? Warum? Weil die Taiwaner so gerne im Stau stehen. Ja, die wollen die Stauzeiten erhöhen und dann können sie im Stau noch mehr aufs Handy schauen. Ne? Das ist eine neue Mode. Okay, sehr ironisch. Also viele Fußgänger, die gucken die ganze Zeit auf die Handy, passen nicht auf den Verkehr. Und umgekehrt auch Autofahrer im Auto, die gucken auch die ganze und Zeit. Und deswegen ist das Zu-Fuß-Gehen so gefährlich. Und deswegen müssen die Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Auto, ja, im Auto, da hat man noch einen Schutz von dem Auto.
genau. hat. Ja, deswegen, das ist ein Grund. Mit ein Grund, tatsächlich. Ne? Tatsächlich, das, tatsächlich. Also die Taiwaner sagen ja immer, der Verkehr sei so chaotisch und so gefährlich hier. Aber im Vergleich zu vor 20 Jahren ist das ja schon viel besser geworden. Ich glaube, das ist auch so von den Medien immer wieder, wird das immer wieder betont, alles werde immer schlimmer und furchtbarer. In Wirklichkeit sehe ich persönlich das nicht so, muss ich sagen. Okay. Und du? Ja, ich muss sagen, ich denke, ein anderer Grund ist noch viel wichtiger als dieser Verkehrsgrund. Und zwar, weil immer weniger Kinder geboren sind, also die Geburtsrate runtergefahren ist. Und man, wenn man 3 Kinder hat, dann ist es eigentlich etwas egal, wie die dann zur Schule gehen. Aber wenn man nur ein einziges Kind... Dann möchte man das besonders beschützen, meinst du? Ja, ich würde da eben wieder anders denken. Wenn ich 3 Kinder habe, dann lohnt es sich ja noch mehr, die zur Schule zu fahren. Eine Fahrt, 3 Kinder abgeliefert. Nee, Voraussetzungen, dass die dieselbe Schule besuchen. Ach so, stimmt, ja. Aber gut, zumindest von uns zu Hause den Berg runter, da nehme ich auch jetzt immer noch die Kinder von meinem Schwager mit, ja, beziehungsweise den Sohn und seine Frau, genau, die Tochter fährt schon ganz früh mit ihrem Papa den Berg runter. Genau, also wir fahren immer doch vollgepackt den Berg runter und dann verteilt sich das so auf U-Bahn und Bus, beziehungsweise meine Tochter, wie gesagt, die darf ja wieder mit mir bis zur Schule fast fahren. Oder aber wir fahren nur zu unserem Lager und von dort aus mit dem Fahrrad zur Schule. Ja, das geht auch. Das machen aber auch viele taiwanische Eltern nicht. Also ich glaube, meine Tochter ist in der Schule, da sind 350 Schüler ungefähr, gehört sie zu den wenigen 5 bis 10 Schülern, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Also in Deutschland eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder schon in der Grundschule zum Teil mit dem Fahrrad zur Schule fahren, zumindest auf dem Land. Aber in Taiwan ist das wirklich eine Seltenheit. Hm. Viel zu gefährlich, sagen die meisten Eltern, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Viel zu gefährlich. Genau. Aber ansonsten, eine Zeit lang gab es in Taiwan sehr viele Kidnap-Fälle. Stimmt, das sieht man zum Teil. Medien lesen. Das sieht man zum Teil heute noch Plakate von Kindern, die vor 30 Jahren verschwunden sind. Also die Chancen, die jeweils wiederzufinden, sind fast bei null. Aber da war mal eine Zeit, ich weiß auch nicht warum. Da sind relativ viele Kinder einfach verschwunden. Die wurden wohl ins Ausland verkauft, schätze ich mal. Ja, ich weiß es nicht. Manche soziale Phänomene wiederholen sich immer. Ja. Allerdings ist es jetzt schwieriger, glaube ich, Kinder zu kidnappen, weil an relativ vielen Stellen in Taiwan Kameras angebracht sind. Also nicht nur in China ist das so. Auch in Taiwan gibt es relativ viele Kameras, jetzt nicht unbedingt zentralisiert von einer Organisation aus, aber wenn die Polizei möchte, kann sie doch die Bilder der verschiedensten Kameras eben bekommen und dann sehr schnell verfolgen, wer wann wohin gefahren ist. Also da war einmal ein Mordfall, dann haben die sofort herausgefunden, dass dieser Mann von Xindian über Taibe, da in einem Park noch Kleidung gewechselt hat und auch versucht hat, jemand anderen die Beweisstücke in einem Sack zu übergeben und dann zum Flughafen nach Taiwan und nach China abgedüst. Also das haben die innerhalb eines Tages herausgefunden und das fand ich faszinierend. Und ich denke mir, wenn jemand ein Kind entführen würde, wäre das wahrscheinlich ein sehr, sehr hohes Risiko, auch von der Polizei sofort gefangen zu werden. Und das war früher nicht, glaube ich. Früher war das nicht möglich, so genau die Verbrechen zu verfolgen. Also wie gesagt, ich habe dann im Internet so einen Artikel darüber gelesen. Und in diesem Artikel hat man nicht nur darüber diskutiert, warum die Eltern ihre Kinder immer zur Schule begleiten und dann Kinder abholen, sondern auch darüber, bis wann werden die Eltern oder sollen die Eltern ihre Kinder zur Schule begleiten und abholen? Bis welche Jahresalt? Ja, weiß ich auch nicht. Was sagen denn die Experten? Ja, also viele haben gemeint, wenn es sich um eine Tochter handelt, genau wie mein Vater, dann wird sie ihre Tochter bis zu 15 Jahre alt nach dem Junior High School. Senior. Wobei das ja eigentlich komisch ist, ne? Je älter die werden, desto attraktiver sind sie ja dann. In dieser Hinsicht. Genau. Oh, ja. Also, sind die ab 16 dann wehrhafter? Können die sich besser verteidigen? Oder was ist da der Grund? Ist
wurde kein Grund angegeben. Mhm. Ja, genau. Aber ich denke, das hängt auch sehr davon ab, wie die Eltern überhaupt über ihre Kinder denken. Also mein Mann zum Beispiel meint von vornherein, warum sollen wir die Kinder abholen? Die Kinder sollen natürlich die Schule in der Nähe, in der Umgebung besuchen und so möglichst. Mhm. Aber und der hat das mehr mathematisch betrachtet, die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kind was passiert, ist so gering, dass sich der ganze Aufwand nicht lohnt wahrscheinlich. Aber ich denke, diese Mutter hat wohl Rechte, wenn sie sagen, dass sie ihre Tochter bis zur Mittelschule, zur Schule begleiten, weil in Taiwan ist der Fall, die meisten Kinder besuchen ihre Grundschule in der Nähe. Ah. Und in der Mittelschule auch in der Nähe, aber Oberschule dann ist dann weiter weg. Dann müssen die sowieso mit dem Bus, mit der U-Bahn fahren und dann den Rest noch zu Fuß zur Schule gehen. Aber in der Regel sind ja immer so viele Leute auch auf den Straßen in Taiwan unterwegs, dass da fast nichts passieren kann. Ja, stimmt. Ja. Stimmt auch wieder, ne? Mhm. Also wenn was passiert, dann wahrscheinlich eher zu Hause, wenn die da auf dem Nachhauseweg, denn viele Leute wohnen ja in irgendwelchen Gassen, kleinen Gassen, die relativ uneinsehbar sind und ja, da macht das dann Sinn, die vielleicht von der U-Bahn in der Nähe von zu Hause abzuholen und noch nach Hause zu begleiten, also wenn man da wirklich Bedenken hätte. Ja, und auch du, Bihoi, musst keine Angst haben, dass ich dich in Zukunft nicht mehr abhole, obwohl du schon über 15 bist. Ich werde versuchen, weiterhin auf dieser Route an deinem Haus vorbei zum Sender zu fahren. Und damit können wir uns, glaube ich, guten Gewissens schon wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei der Sendung Kaleidoskop von Radio Taiwan International. Am Mikrofon waren wie fast immer Toby Hui am gelben Mikrofon und Erlong am roten. Bye-bye aus Taipei. Radio Taiwan International aus Taipei.